So, dann hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie angekündigt, zocken wir jetzt wieder The Last of Us. Beziehungsweise, was heißt wieder? Das ist ein neues Game. Die gleiche Story, aber überbesserte Grafik und die Gegner sind irgendwie krasser, sag ich mal, wie bei The Last of Us 2 so. Sie handeln, sag ich mal, schlauer. Und ja, Waffen kann man jetzt upgraden und alles, also ein bisschen neuer, wir werden es ja sehen. Ich schau mal gleich an, weil der erste Part, ich weiß nicht, wie lange der gehen wird, aber ich werde so, glaube ich, halbe Stunde Parts machen, habe ich damals auch gemacht, wie ich damals 2020 den ersten Teil nochmal auf YouTube gezockt habe. Und ja, ich würde gerne auf erbarmungslos zocken, nur das Problem ist, ja, ihr lest ja da recht schon. Herausforderndste und realistischste Spielerlebnis in diesem Mo Spielmodus sind Lauschmodus, hart, also Lebensanzeige und alles, und andere Gameplay-Elemente verändert. Deswegen lieber nicht. Ich werde das vielleicht nochmal privat zocken, aber das dauert für die Aufnahme zu lang, glaube ich. Ich werde einfach normal Mittel machen, wie sonst auch immer. Und ja, Vorbestellerbonus nutzen. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe es vorbestellt. Fertigungstempo und Heiltempo, die Nachladeverbesserung. Dann mit der Pistole. So haben wir ein bisschen Verbesserung schon, also ich lasse das einfach, weil ich habe es ja vorbestellt. Das bringt nichts, wenn ich dann ohne diese Sachen da jetzt, sag ich mal, durchzock. Endgültiger Tod, lass mir mal. Das mache ich mal privat. Kann ich auch vielleicht streamen oder irgendwann, wenn ich mal wieder Bock habe zu streamen. Schnelllaufmodus ist auch neu, hab ich gelesen. Das ist so ein Speedrun-Modus, wo vom Anfang vom Game, wenn du es anfängst, fängt jetzt so ein Speedrun-Countdown-Ding jetzt an. In den Sequenzen und so Videos, zwischen Videos-Dingens da. Vom Game wird der pausiert halt und dann, wenn du zockst, dann wieder geht der wieder weiter so. Aber ich lasse das mal, das mache ich alles mal privat oder in einem Stream oder so. Ja, Start. So, jetzt geht's los. Ich bin so gehypt auf die Grafik. Ich habe das Game 2013 das erste Mal gezockt, das ist 9 Jahre her. Oh mein Gott, im Haus von Joel noch damals. Krass. Und wie die Tochter dann aussieht, das so. Oha. Geil. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja, magst du sie? Kleines, die ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Einfach nur geil. Ist ein Kinofilm so. Von der Grafik und alles. Ich kenne das Game und die Story ja schon auswendig. Aber so ist es für mich wie ein Kinofilm, weil die Grafik nochmal tausendmal besser ist. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Oha, wie geil. Was ist denn da los?
Ey, das ist ja über den China-Film echt nicht. Ist so krass. Geht keiner ran. Es ist tot. Es ist tot. Kann man, warte mal, man kann das doch auch noch, oder? Geht das mit dem? Ne, geht nicht. Kann man nicht irgendwie so schauen oder so? Ne, kann man nicht. Auf jeden Fall ist da an der Wand, sieht man das Bild. Das ist, glaube ich, Tommy, oder nicht? Müsste ja normalerweise sein. Und Joel rechts und... Oh mein Gott, da unten das Bild. Darunter das Bild. Mit Joel und... Ja, ich sage, ich spoilere nichts, obwohl... Okay. Manche kennen vielleicht die Story nicht, aber das Bild... Ja. Kenne ich. Sagen wir mal so. Ich frage mich, ob das... Ist das so dunkel? Ich weiß nicht, ob das so dunkel ist, das Game, oder ob das so passt von der Helligkeit. Aber ich glaube, es passt so, weil so ist es ja auch realistisch. Es ist ja Nacht gerade da. Verdammt. Habe ich Ja. total vergessen. Einfach herzlichen Glückwunsch, das war Charles Karte. Falls du kein Englisch kann, da Leute. Das ist süß. By the way, falls ihr euch wundert oder falls ihr euch fragt, wie alt seid ihr, doch das, sie müsste so 12 sein da jetzt. Weil ich denke mal sowas um die 12 oder so, also ein bisschen jünger als Ellie. Ellie ist ja 14. Und ja. Ja, okay, das sieht doch, das passt von der Dad? Helligkeit. Ist ziemlich dunkel, aber die Lichteffekte sind ja voll nice da, sieht man ja. So richtig Horror-Vibes halt ein bisschen. Passt perfekt. Ja, das Licht ist einfach eingegangen da. Steht da? Anstieg 300% Infektion, 300% aufgrund mysteriöser Infektion, hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Ist gefühlt Corona. Ich werde auf jeden Fall nicht zu viel spoilern, Leute. Ich werde jetzt versuchen, nicht zu viel zu spoilern. Ich habe das Game jetzt dreimal durchgespielt. Einmal, da war ich 11 und die anderen zwei Male, also jetzt das und dann das vorige Mal auf YouTube halt. Ja. Verwehrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Oha. Könnt ihr euch mal durchlesen? Ja. Daddy? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Was ist in Aggressivität der Nähe? neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Draußen. Das ist in der Nähe. Dad? Fernseher rauscht jetzt. Uff. Was ist bloß los? Das ist die Gitarre. Sieht man fast nicht, weil es so dunkel ist. Ich weiß nicht, ob das zu dunkel ist, aber also schreibt mal in die Kommentare, wenn das Video raus ist, ob ich nochmal heller stellen soll oder Ein nicht. Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Da steht ja im Kalender September 2013, das war genau, wenn das Game rauskam, beziehungsweise es kam im Juni oder Juli 2013 damals raus. Aber da spielt das halt im September. Gerade. Und jetzt ist ja auch September, wenn ich das hochlade. Und bald ist der The Last of Us, der wann sozusagen das ausgebrochen ist. Und das ist halt der Tag da im Game gerade. Das müsste, ich weiß gar nicht mehr genau. Lasst mich nicht falsch sagen, aber es könnte sein, so 25. September oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich werde euch in den anderen Parts vielleicht mal sagen, falls ich falsch liege, oder könnt ihr mich mal auch korrigieren, falls ich nicht richtig habe. Ich komme halt spät nach Hause, du kannst dir Essen bestellen, wir sehen uns morgen früh. Papa Wo ist hat er? Joel geschrieben. Ist eine gute Frage, wo er ist. Vielleicht kommt er ja gleich. Oh. Da war was.
Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, oh, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Hier ist kein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Wie jung Tommy da noch ist einfach. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Und wo sollen wir hin? Die packen auch alles. Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Oh, Scheiße! Das, was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Zurück. Geht's gut.
Kleines. Okay, gib mir die Hand. Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest! Okay! Sorry, dass ich nicht so viel rede, Leute, aber ich bin halt einfach sprachlos. Ich kenne die Story und so, aber es ist halt so anders, einfach Kinofilm so. Achtet jetzt auf die Tankstelle. Oh mein Gott. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Nicht hinsehen, Sarah. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Zurück, es sind zu viele. Hier lang, durch die Gasse. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Wir kommen durch den Zaun. Weiter, lass uns hier wegkommen. Komm schon. Joe. Bewegung. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Daddy, wir müssen ihm helfen! Er schafft das schon. Wir sind fast da. Hinter uns. Sie kommen näher. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stop. Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind.
Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Mit Grafik. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Schreibt mal, Leute, ob ich mit der Dunkelheit und Helligkeit, ob das zu dunkel ist oder ob ich es ein bisschen heller stellen soll, das Game. Mir kommt das manchmal so ziemlich dunkel vor, aber es ist halt auch oft realistisch, so. Und hier in der Gasse zum Beispiel auch jetzt ein bisschen dunkler und alles. Und ob ich Untertitel anschalten soll oder nicht, weil das habe ich gerade gemerkt, habe ich nicht angeschalten. Ich hatte es sonst, glaube ich, immer an. So zum Mitlesen, falls irgendwer, I don't know, nicht alles versteht so. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Drüben, also Leute. Ich kenne die, ob die entwickelt sind oder nicht. So wird das geregelt. Wenn jemand infiziert ist. Immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay,
Weiterfahren. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Raus hier, los! Durchliefern! Feuerfleisch! Verdammt! Die Raune ab! Was ist da los? So, Alliance, genau. Danke, Freunde. Viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Tutorial, wie man sich verarztet. Ja, da kann man halt die Waffen, Slots und so ausrüsten. Damit geht und teilen. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Die hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Ich muss darauf achten, was ich wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Wo ist die Leiter? Da. Muss ja irgendwo sein. Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Das geht doch nicht. Du bist am Arsch.